Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Lichtstiel 2 im Ranglistenmodus. Gegenangriff ist da oben, Fiesta ist frei. Nur dann bin ich heute dran. Welcome to So, Nova. gucken wir mal. Blume nicht schlecht. Ist eigentlich schon gar nicht verkehrt. Lass mich mal kurz überlegen. Das sieht an sich aber ganz gut aus. Das werde ich so nehmen. Zack. Wurzelqualle am Start. Hoffen wir mal, dass ich keine Schnecke kriege, damit ich nicht übelst viel verkacke. Ja, sehr gut. Oh, Doppelgoldwerfer. Auszahlung. Oh, das war knapp. Kacke. Nichts geschickt, okay. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Und meiner hat Goldwerfer. Das gefällt mir gar nicht. Der Ratten! Da ist schon noch Auto drin, Kacke. Ah, das habe ich ganz vergessen, dass ich Auto drin hatte. Okay, ist hier locker noch ein Worker. Hört den mal aufwerten. Okay, hat ein Robo reingeschickt. Das werde ich hier auch machen. Das ist immer so close. Sieht gut aus, kommt schon. Gerade so geschafft. Kacke. Wenn man dann wirklich mal verkacken will. I hear the deserts call. For the tribes. Na gut. Noch ein Robo. Worker auf jeden Fall.
hoffen wir mal, dass da was passiert. Spiel noch oben reingeschickt. Ah, die Katze kann sich schon heilen, scheiße. Und mit der Abkacke ist schon mal gut. Einer ist schon mal weg. Ich nehme noch die zweite Blume mit auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich auf 8. Also 4 Stück. Ja, lange nicht mehr Fiesta gespielt. Aber da habe ich auch ein bisschen Pech gehabt, dass die immer gerade so überlebt haben. Wir nehmen den mal mit. Zwei Katzen hat er. Da könnte ich zum ersten Mal verkacken. Rauskommt. Du bist natürlich auch nicht verkehrt. Haben wir den Sarg hier hin? Der Turtle bringt mir nichts. Vielleicht mit einer Echse noch ein bisschen was rausholen. Die werden es die ganze Zeit schicken, weil die wollen ihre Kohle haben. Scheiße, ich habe nur einen Down gekriegt. Ich muss jetzt Mega Worker pushen. Damit ich den Down kriege. Der skaliert mir zu fett nach oben. Das alles. Die Schnecke schicke ich nicht rein. Das hat einen aufgewertet.
Jawohl. Hm, Kacke. Ich kriege immer einen Down, aber das war's. Alter. Das war so klar. Ich werde jetzt übelste Sorte Walker pushen. Mit Gegenangriff dann. Damit ich den wegkriege. Das ist auch meine einzige Chance, die ich habe. Aber mir fehlt auch so ein bisschen Bosskiller. Habe ich jetzt auch nicht am Start. Wir rollen mal. Ja, ist auch nicht viel besser. Schwein nehmen wir mit. Jetzt können wir ein paar Walker reinpushen. Die werden wahrscheinlich Zuschuss nehmen. Für noch mehr Knete. Nimm das Schwein mit. Ich habe das Gefühl, ich liege übelst zurück. Ich hab zwar jetzt schon 14 Worker, aber mein Wert ist übelst klein. Mein Kämpferwert. Gucken wir mal, ob wir den jetzt down kriegen. Ja, Katzen waren schnell weg, sehr gut. Einer tot, zwei tot. Drei, vier, geil. Alle tot. Das war wichtig, dass er jetzt seine ganze Knete verliert. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mit einem Berserker mal mitmachen. Zweites Schwein dazu. Und die noch mit rein. Gucken wir mal, jetzt hat er noch einen Ochsen und einen Mudman. Ja, 205 plus, ey. Aber jetzt kacken die langsam rein. Das ist super. Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich eher mehr Worker pushen müssen. Also noch mehr. Das halte ich.
Aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. So. Den aufwerten. Woche holen. Erstmal den King aufwerten. Und dann gehe ich für 17 wahrscheinlich. Oder 16. Ist schon voll. Voreis mit reingeschickt. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, wir führen für mich. Nochmal 60 Mühe von mir gekriegt, wir haben den King aufgewertet. Also das ist gar nicht so schlimm. Wir müssen mega Worker bauen, dass wir die brechen können. Und mit Gegenangriff können wir nochmal super sammeln. Kurze Qualle. Ja, nee, den Sack hatte ich jetzt nur so drin. Ist mir eigentlich egal. Ich glaube, wir nehmen den noch mit. Nochmal einen zweiten. Für ihn wäre auch die 17 besser. Das ist aber risikoreich. Okay, er hat jetzt geschickt. Dann schick mal eine Ramme. Hat einen Crab Lord. Den Sack möchte ich nicht aufwerten. Ich will das aufwerten. Den will ich aufwerten. Und mir noch einen Worker holen. 120. Ja, das macht einfach am meisten Sinn. Da eine Frontline reinzupacken. Gut. Ich bin gespannt. Wir sind fast tot. 320 haben die geschickt. Wir 640. Aber die Ramme war das Geld einfach wert. Oh, tschüss, Crab Lords. Jetzt macht Thaddeus den Rest. Der ist down. Ich werde auch durchkommen. Ich habe gehalten. Ich kann sogar noch ein bisschen was abwehren. Sehr schön. Aber das ist eine harte Runde. Ganz schön gefressen.
Wir haben ganz schön gefressen. Das ist im Prinzip ja wurscht. Beides okay für mich. Guck einfach mal, was er macht. Keine King-Aufwertung gemacht, sondern einfach weitergeschickt. Noch mehr Woche für mich. Jawohl. Also jetzt will man halten oder ganz wenig verkacken. Im besten Fall natürlich wenig verkacken, damit man dann Fiesta und na, ihr wisst schon. Oh, what does this potion do? Fiesta und Gegenangriff rausbekommt. Noch ein Schwein-Upgrade, noch ein Schwein holen. Noch einen Block holen. Jetzt bin ich auch ganz schön aufgebaut. Guck mal, was noch ausgeht. Aber 17 tut schon echt weh. Vorher kam noch raus. Jetzt kamen die Upgrades. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, den Golden verhärtet, stimmt. Kann an die Crab Lords. Also viel lebt leider nicht mehr. Der hat geblockt. Tot, tot, tot. Oh, schade. Die Upgrades waren wichtig. Nö, da habe ich noch einen Worker. Das war auch eine ganz komische Strategie, die ich hier verfolge. Aber naja. Der 19 wird wieder fett. In die Fresse. Ja, die Schweine sind ja sehr wichtig. Ohne die würde ich ganz schön alt aussehen. Auf jeden Fall noch eine Ramme rein. Double Ramme, sehr schön. Das ist genau das, was ich brauche. Mehr Schweine für meine Frontline. Ein bisschen Healing. Und sonst nichts. Okay, zwei Rammen sind drin. Machen den Voreis noch rein für den. Für die Frontline hier. Ja, da kommt die Aufwertung. Das soll ich easy halten.
Frage ist, ob er hält. Ja, ich halte. 64 Worker, ich werde jetzt auf Einheiten gehen. Also. Komm, wir könnten hier noch eine zweite Wurzelqualle hinsetzen. Komm, ich verkauf den. Jetzt hier mal noch eine zweite hin. Ja, jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig. Oh, die waren gleich ausgelöscht! Durch diesen Rammangriff waren die sofort weg! Na, wir halten übelst gut. Obwohl wir so weit runter sind, halten wir übelst gut. Ich werde hier noch mehr Schweine bauen. Ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Schaden, außer die Schweine und das hier. Also gefühlt. Die machen ja auch schon Schaden. Daran liegt es ja gar nicht. Und die aufgewärmte Wurzelqualle hält durch den Geierschild so lange, bis sie durchgerammt sind. Guck mal, der ist schon drunter. Der ist schon unter mir. Obwohl er die ganze Zeit hochskaliert. Trotzdem noch Autosend. Okay, jetzt Crab Lords. Wir machen das, das, das. Und schicken es den Tower rein. Wechsel mit rein, das wird er blocken. Das ist richtig gut dabei. Ja, dann bauen wir halt noch ein Schwein. Und hier hinten einfach noch eine kleine Wurzelqualle. Ende der Geschichte. Voreis wäre schon nicht noch nicht schlecht gewesen, aber ich habe jetzt zu viel rausgehauen für die anderen. Machen wir es einfach so. Okay, die sammeln jetzt. War auch schon ganz schön weit runter, aber der Crabload Spam mit Toren tatsächlich ist auch nicht ohne. Centaur, die, also der Tipp von den Kommentaren, dass der Gold wert, was du geschrieben hast, Centaur sind dann fett, mega stark. Wegen dir gewinne ich hier. Guck's hier an. Das war's. Ein Sieg. Krasse Runde. Die war wirklich krass, muss ich sagen. Holy shit. Victory. Sowas hat man selten. Ein Hartskalierer gegen Fiesta und Gegenangriff. Gucken wir hier nochmal rein. Wir hatten die ganze Zeit Vorteile, aber wir haben es immer wieder runtergedrückt. Geil. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Lasst ein Like, ein Abo dafür das geile Video. Und schaut doch bei den anderen vorbei. Bis dahin, einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.